Kapitel 25. Etwas zupfte mich am Arm. Der Dunkelheit nachzuschließen, musste es mitten in der Nacht oder sehr früh morgens sein. Einen Moment lang dachte ich, es gäbe einen weiteren Angriff. Doch ein einziges Wort zerstreute meine Befürchtung. Mehr? Ich lag mit dem Rücken zu Espen und musste mich für einen Moment lang fassen, bevor ich mich ihm zuwandte. Wir hatten einiges zu klären und ich hoffte, beherzt genug dafür zu sein. Als ich mich umdrehte und in Espens grüne Augen schaute, wusste ich, dass die Aussprache mir nicht leicht fallen würde. Dann merkte ich, dass die Zimmertür offen stand. »Bist du verrückt geworden, Espen?« flüsterte ich. »Mach die Tür zu!« »Nein, das ist Absicht. Wenn die Tür offen ist, kann ich sagen, ich hätte ein Geräusch gehört und nach dir geschaut. Das ist meine Pflicht. So kann keiner Verdacht schöpfen.« Die Idee war gut. Manchmal bewahrt man ein Geheimnis am besten, indem man es sichtbar macht. Ich nickte. Leuchtet ein. Um noch klarer zu zeigen, dass wir nichts zu verbergen hatten, schaltete ich die Nachttischlampe an. Dabei sah ich, dass es kurz nach 3 Uhr morgens war. Espen schien sich über etwas zu freuen. Sein Lächeln war so strahlend wie früher, wenn er mich im Baumhaus empfing. »Du hast es noch«, sagte er. »Was?« Espen deutete auf das Glas mit dem einsamen Penny, der auf meinem Nachttisch stand. »Ja«, sagte ich. »Ich konnte mich nicht davon trennen.« Er schaute mich an und in seinen Augen lag ein hoffnungsvoller Blick. Dann sah er zur Tür, um sich zu vergewissern, dass wirklich niemand in der Nähe war, und beugte sich rasch über mich, um mich zu küssen. »Nein«, sagte ich ruhig und wich ihm aus. »Das geht nicht.« Espens Lächeln erstarb. »Komm schon, Mär, ich bin es doch.« Als er sich mir erneut näherte, legte ich ihm die Hand auf die Brust, um ihn aufzuhalten. »Ich habe Nein gesagt, und ich meine Nein. Das hätte ich schon beim ersten Mal tun sollen. Aber du hast mich überrumpelt, und außerdem war ich völlig durcheinander.« Ich setzte mich auf und verschränkte die Arme vor der Brust, um mich zu schützen. »So hast du aber nicht gewirkt«, meinte er leichthin und setzte sich auf den Bettrand. »Du scheinst dich sehr zu freuen, dass ich da war.« Ich seufzte. »Also erstens, Espen, wir wissen beide, was passiert, wenn wir erwischt werden. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich lebe gerne. Zweitens, ich bin nicht mehr deine Freundin. Hast du das vergessen? Du hast mir den Laufpass gegeben. Du kannst nicht einfach mitten in der Nacht auftauchen und mich küssen, weil du gerade Lust drauf hast. Ich bin nicht verfügbar.« Ich hatte mich in Rage geredet, aber Espen schien sich noch mehr aufzuregen als ich. »Nicht verfügbar?«, fragte er anklagend. »Du hast mich ja so angelogen. Du liebst Maxie doch.« »Nein, ich habe nicht gelogen. Maxie und ich sind gut befreundet. Ob da mehr ist, weiß ich noch nicht. Und er weiß übrigens auch, dass ich es noch nicht weiß.« Ich blickte nach unten und zupfte an meiner Decke herum. Zu meiner Überraschung lachte Espen. »Also hockt ihr beiden bloß zusammen und redet über eure Gefühle, oder wie?« Die Bemerkung ärgerte mich. »Nein, er hat sich Zeit genommen, um mich kennenzulernen. Er stellt mir Fragen und er ist aufrichtig mit mir. Maxen weiß alles über dich.« »Alles? Dass wir zusammen waren? Dass ich hier nachts bei dir war?« Er klang zweifelnd. »Nein«, ich zwirbelte an einem Zipfel der Decke. »Er weiß, dass wir uns geküsst haben. Er weiß nicht einmal, dass du derjenige bist. Ich habe ihm deinen Namen nicht gesagt.« »Wen willst du denn schützen? Mich oder dich selbst?«, fragte er. Auch das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, ob ich Espen schützen wollte oder nur Angst hatte, dass Maxen mir nicht verzeihen würde, wenn wir nun wirklich gut zusammenpassten und ich verdarb alles, weil ich zu einem anderen auch nicht Nein sagen konnte. Ich funkelte Espen ärgerlich an. »Soll ich dir mal was sagen? Falls du um mich kämpfen willst, erreichst du so bestimmt nichts.« Er verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Ich weiß, tut mir leid. Ich bin nur nicht begeistert darüber, wie sich das alles entwickelt.« »Das
regte mich nun erst recht auf. Es war deine Idee, sagte ich laut. Sch! Essen ging zur Tür, um nachzuschauen, ob jemand in der Nähe war. Ich fand die Situation auch mit offener Tür viel zu gefährlich. Künftig würde ich dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr vorkam. Aston kam zurück. Diesmal blieb er jedoch vor meinem Bett stehen. America, ich weiß, dass ich das alles zu verantworten habe, sagte er bedrückt. Ich wollte, dass du glücklich sein kannst. Dass du dann auf einmal wirklich zu deiner Welten gehören würdest, hätte ich nie gedacht. Dass ich mich jedoch dafür hassen würde, wenn ich dir im Weg stünde, das wusste ich ganz genau. Jetzt ist aber alles anders. Ich bin ja nun ein Zweier. Er klang beinahe andächtig. Ich versuchte ruhig zu bleiben. Und deshalb meinst du allen Ernstes zwischen uns, sei alles wie vorher? Komm zu dir, Espen. Du kannst nichts rückgängig machen. Vielleicht schon, erwiderte er. Wir könnten es doch versuchen. Er sah mich so bittend an, dass ich versucht war, ihm nachzugeben, weil ich wusste, wie tröstlich er für mich sein konnte. Ich seufzte. Espen, jahrelang habe ich für andere gelebt und versucht, Dinge zu ändern, die ich nicht ändern kann. Ich bin als Fünft geboren und habe hart gearbeitet, um meiner Familie bei einem Überlebenskampf zu helfen. Ich habe versucht, Kontakt zu Kenner und Kotter zu halten, damit sie nicht aus unserem Leben verschwinden. Ich habe versucht, May und Jared zu beschützen und ihnen eine gute ältere Schwester zu sein. Für meinen Vater habe ich mich bemüht, perfekt zu sein, damit es sich nicht zu Tode grämt. Für meine Mutter werde ich nie perfekt sein können. Aber ich habe zumindest mein Bestes gegeben. Und was hast du getan? Meine Kehle wurde eng, als die Erinnerung zurückkehrte. Jahrelang habe ich daran geglaubt, dass wir zusammen sein würden, fuhr ich fort. Du hast das Deine dafür getan, dass ich mich in dich verliebe. Und ich habe so viel getan, um dein Herz zu erleichtern. Ich habe auf einen Heiratsantrag gewartet und wurde stattdessen abserviert. Aston senkte den Kopf und schwieg. Als er wieder aufschaute, sprach ich weiter. Es war anstrengend, es immer allen recht zu machen, fügte ich hinzu. Es hat mich erschöpft und jetzt ist es an der Zeit, dass ich mir ausnahmsweise auch mal selbst etwas gönne. Ich sah mich im Zimmer um. So ein Lebensstil hätte ich mir niemals erträumen können, aber nun habe ich ihn. Ich wäre schön blöd, wieder zu dir zurückzurennen, ohne zu wissen, ob ich dir noch vertrauen kann, oder vor Maxen davon zu laufen, der immer nur gut zu mir war. Espen hörte sich alles in Ruhe an. Ein- oder zweimal schluckte er schwer. Dabei fiel mir auf, dass ich gar nicht weinte. Ich hatte in letzter Zeit häufig geweint, und es fühlte sich fast fremd an, dass ich jetzt gelassen blieb. Ich wusste auch, warum. Es hatte mit Maxen zu tun, denn auf einmal gab es jemanden in meinem Leben, der mich stützte. Also entscheidest du dich jetzt für ihn statt für mich? Fragte Aston. Nein, weder für dich noch für ihn. Ich entscheide mich für mich selbst. Und das entsprach auch der Wahrheit. Ich wusste noch nicht, was ich wollte und hatte nicht die Absicht, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen oder mich beeinflussen zu lassen. Sondern ich wollte mir Zeit lassen, bis ich wusste, was am besten für mich war. Aston sann eine Weile über meine Worte nach. Er sah nicht froh aus, doch dann lächelte er. Du weißt aber, dass ich nicht einfach aufgebe, oder? Sagte er herausfordernd. Ich musste wider Willen grinsen. Aston war in der Tat niemand, der so leicht klein beigab. Das hier ist kein guter Ort für einen Kampf um mich. Deine Entschlossenheit kann dir hier zum Verhängnis werden. Ich fürchtete mich doch nicht vor diesem Popanz, sagte Espen erhaben. Hey, Maxen ist kein Popanz. Er ist wirklich sehr nett. Mag ja sein, aber ich wette, ich kann besser küssen. Naja, du hast ja noch keinen Vergleich. Espen zwinkerte mir zu und sofort lief ich rot an. Espen sah aus, als hätte ich ihm in die Magengrube geschlagen. Du hast ihn geküsst? Flüsterte er. Er deutete mein Schweigen als Zustimmung und sagte,
Du meinst das alles wirklich ernst, oder? Ja, antwortete ich. Ich mag ihn. Aspen dachte einen Moment lang nach. Dann werde ich wohl härter kämpfen müssen, als ich vermutet hatte, sagte er und ging zur Tür. Bevor er sie hinter sich zuzog, zwinkerte er mir noch einmal zu. Gute Nacht, Lady America. Gute Nacht, Officer Leaguer. Ich genoss die Stille und den Frieden, nachdem er die Tür geschlossen hatte. Seit Beginn dieses Wettbewerbs hatte ich befürchtet, das Casting könne mein Leben ruinieren. Doch in diesem Augenblick konnte ich mich an keine Zeit erinnern, in der ich mich wohler gefühlt hatte. Nach viel zu kurzer Zeit kamen meine Zofen hereingeeilt und weckten mich. Er zog die Vorhänge auf und als das Morgenlicht ins Zimmer fiel, kam es mir vor, als sei dies mein erster richtiger Tag im Palast. Das Casting war nicht mehr etwas, das ich eben erduldete, sondern ich nahm gerne daran teil. Und ich gehörte nun zur Elite. Ich schlug die Decke beiseite und sprang in den jungen Morgen. Ende von Buch 1.